Mein Leben ist bereits zu Ende. Du weißt genau, dass das Leben für mich seit Nikolais Tod jeglichen Wert verloren hat. Meine Gnädige, ich habe Ehre, mich vorzustellen. Wenn Nikolai Ivanovich mir Geld schuldig geblieben ist, dann versteht es sich von selbst, dass ich das bezahle. Aber verzeihen Sie, ich habe heute kein verfügbares Geld. Ich benötige das Geld nicht übermorgen, sondern heute. Verzeihen Sie, aber heute kann ich Ihnen das Geld nicht bezahlen. Ich bin an solche sonderbaren Ausdrücke und Töne nicht gewöhnt. Vor 7 Monaten der Mann gestorben. Ja, was soll ich denn da machen? Sie sind recht unverschämt, gnädiger Herr. Wenn Sie heute nicht bezahlen, kann ich mich morgen aufhängen. Aber was soll ich denn tun, wenn ich es jetzt nicht habe? Haben Sie jemals in Ihrem Leben eine Frau gesehen, die aufrichtig und treu ist? Sicher nicht. Denn beständig und treu sind doch nur Greisinnen. Erlauben Sie, wer ist denn dann Ihrer Meinung nach treu und beständig in der Liebe? Etwa der Mann? Jawohl, der Mann. Der Mann, treu und beständig in der Liebe. Woher nehmen Sie sich das Recht, das zu behaupten? Ich bin weder Ihr Angestellter noch eine Frau. Deshalb sage ich meine Meinung direkt. Also schreien Sie mich nicht an! Ich schreie nicht, Sie schreien! Lassen Sie mich doch gefälligst in Ruhe! Ich hole sofort die Waffen. Mit Wonne werde ich Ihnen eins auf Ihre bleierne Stirn knallen. Das ist ein Weib. Also das verstehe ich. Ein wirkliches Weib. Ziehen Sie ganz langsam. Vor allem darf die Hand nicht zittern. Mein Gott, was für eine Frau! Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Ähnliches gesehen. Überlegen Sie und entschließen Sie sich sofort, denn wenn ich von hier weggehe, sehen wir uns nie wieder. Ich bin ein anständiger, adeliger Mensch, habe 10.000 Rubel im Jahr, besitze vorzügliche Pferde. Wir duellieren uns, ein Feigling! Was für eine Schande! Ich gab mir selbst das Versprechen, mich nie wieder zu verlieben, und dann trifft es mich wie der Blitz die alte Eiche. Bin ich wütend auf mich. Ich habe mich verliebt wie ein Schüler. Ich hasse Sie! Fort mit der Hand! Auf zum Duell! Oh Gott! Luca, sag dort im Stall, dass man heute Tobi keinen Hafer gibt.